Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Yu-Gi-Oh! Turnier-Duell von den Verdens Byro. Diesmal ist mein Gegner der Verde Nobody. Den kennt man schon aus anderen Videos. Herzlich willkommen. Jo, hallo. Ich bin so ein Glückspilz. Also, ich drücke jetzt auf Start und ich denke, alles Weitere sollten wir im Duell dann klären. Und das wahre Duell fängt hier an. Genau, das kennt man ja. Yay, hab gewonnen. Los, nächstes. Genau. Wie immer gilt es ein Matchduell. Und wir haben uns diesmal darauf geeinigt, ein Oldschool-Deck zu spielen. Was heißt diesmal? Also in diesem Match haben wir uns darauf geeinigt, ein Oldschool-Deck zu spielen. Na, wie man sehen kann, ich habe keine extra Decks in mein extra Deckfach. Also extra kaufen. Man sieht, ich habe zwar extra Deck, aber ich nutze es nicht. Das Deck ist auch so perfekt spielbar. Also nicht wundern, dass ich habe Karten im extra Deck hier, aber ich werde sie nicht verwenden. Dir zuliebe. Danke. Bitte. Bist aber zu gütig heute. Ja, also ich kann kulant sein. So, leck ich das mit dieser Karte. Okay. Ja, dann machst du so mit Anime Talk oder. Nee. Wieso? Wegen meiner Hintergrundbilder oder was? Nein, nö, weiß nicht. Ich dachte nur, weil das bei einigen Duellen von anderen Mitspielern habe ich ja so leicht raushören können, dass sie so ein bisschen Anime Talk Oh mäßig geredet nee. haben. Nee, lass mal stecken. Oh, ich beschwöre das Monster so und so. Nee, lass mal stecken, das brauchen wir nicht. Sei übrigens der Leberkranke nach dem Sex auch, ne? Da stehen, komm morgen wieder. Ja, was denn? So. Ich hab dir mal was hingelegt, ne? Jo. Ein Wuff. Nein, sag mir jetzt nicht, du spielst Giftschlangendeck. Ey, ganz ehrlich, wenn du jetzt giftiger Sumpfkleidung spielst, ne? Erwürg ich dich. Dieses Deck wollte ich nämlich auch spielen. Ich Och war nah Mann! dran. Ich, ohne Witz, ich hab das Deck auch. Ich war nah dran, das zu spielen. Ohne Mist. Ey, wenn es jetzt das Deck ist, ne? Cobra Krug. Was hat's denn noch so liegen? Ja, Doppelbeschwörung. Ey, komm, nee, nee. Ich Welchquitte gleich. Alter, das kannst du doch nicht machen. Spyro hat auch schon gesagt, oh nee, hör auf, mach, nee, lass das stecken, nee, nee, nee. Aber da holte hier seine scheiß Sachen raus, Alter. Da ging gar nicht keine Okay, Chance. okay. Ich spiele dieses Deck selten, also nicht wundern, wenn ich hier mal missbaue. Ich bin auch kein Profi, also alle Profi-Duellanten da draußen, Ach komm, hör auf. lasst eure Kommentare. Ich bin kein Profi und will es auch nicht sein. Ich spiele aus Spaß. Ich So, hab das Deck auch erst seit gestern zusammengestellt, ne? Also, ich kenne das auch noch nicht so ganz, aber ich weiß, um was es sich aufbaut. Das ist schon mal das Wichtigste. ja, es wundert mich überhaupt, dass du überhaupt so ein Deck spielst. Nur die Schwerkraftbindung kommt mir jetzt nicht so entgegen. Aber egal, du hast es ausgespielt, da brauche Nein, ich du es kannst es nicht mehr, ne? trotzdem angreifen. So. Ja, mein Gott, der spielt ja so ein Giftsumpfdeck, ey. Geht nicht, nein. Ah, Zombie-Deck. Das kenne ich auch. Das kenne ich auch. Naja, Zombie-Deck. Das habe ich mir auch schon zusammengestellt. Das basiert ja auch nur auf einer einzigen Karte. Und je mehr Dann. Zombies du im Friedhof hast, umso stärker wird die eine Karte. Ja. Die Es kenne ich. ist nicht ein reines Zombie-Deck. Was hast du denn da? Doch, hast du fast nur Zombies hier, sehe ich hier. Zombie-Finsters. Ja, hier, genau. Dieses Arschloch, das meine ich. Problem ist, ich Du hast brauche. nur ein, du hast nur einen draußen gehabt. Jetzt hast du zwei drin. Ne? Können Verteidigung. Dann hätte ich gern den noch draußen.
Aber wenn jetzt nicht die guten Karten kommen, dann bin ich aber wirklich gearscht. Aber du spielst anscheinend das Deck viel besser als ich, wo ich das mal angefangen habe. Du, ich möchte darauf keinen Kommentar geben, weil ich kann dir nicht sagen, ob ich es wirklich besser spiele oder nicht. Doch, auf jeden Fall. Also, ich habe das bis jetzt noch nicht einmal so hingekriegt. Ganz ehrlich, das gelingt mir aber auch selten. Ah, das bringt mir aber Nüsse. Kann ich noch mal, wie kann ich nochmal Aktion nochmal abbrechen? Kommt auf die Aktion an, aber im meisten Fall mit der rechten Maustaste. Nee, kann ich nicht. Scheiße. Ja, einige Aktionen sind abbrechbar, einige leider nicht. Mist, ich wollte den eigentlich gar nicht machen. Das bringt mir absolut nichts. Giftschildmarke. Aber schon irgendwie assi und fies, ne? Ich meine, Level 1. Das heißt, ich kann durch Schwerkraftbindung trotzdem angreifen und dann ja, direkt 3000 Angriff, weißt du? Das ist schon. Deswegen habe ich mir das Deck ja auch schon zusammengestellt, aber ich krieg meine Karten jetzt nicht zusammen, die ich jetzt haben brauche. Ich habe meine Feldkarte nicht, um dir jetzt einen Schock zu geben, ne? Ja, das kenne ich, das kenne ich. Ich kann mich halt nur noch ein bisschen heilen, aber das bringt auch wieder nichts. Weil, hast schon kaputt gemacht. Stimmt. Sehe ich gerade. Gut, ja. Was mache ich denn jetzt? Ich glaube, solche hatte ich nicht mit drin gehabt. Die Lichtverpflichtete. Einfach Monster, die irgendwas zerstören, genau. Ja, also Lichtverpflichtete ist ganz wichtig in diesem Deck, weil du hast dadurch den Vorteil, dass du, du bist halt darauf angewiesen, dass die gewissen Karten, wie zum Beispiel eben hier die Herren der Wichte, die halt als Totenkopfdiener zum Beispiel behandelt werden, die müssen halt auf dem Friedhof, ne? Und deswegen brauchst du Sachen wie lichtverpflichtenden Monster, die eben auf den Friedhof schmeißen. Ja. Gut. Ja, ich kann ja nichts ändern. Ich mach einfach mal schon nächsten Runde. Ja, das war das erste Duell. Das zweite folgt nach einem kleinen Cut. Bis gleich. So. Nach einem kleinen Cut geht es weiter. Selbes Deck. Ist ja, selber Match. So. Mal schauen, ob du jetzt mehr Glück hast. Wahrscheinlich ja, weil ich habe eine schlechtere Hand als eben. Na, meine ist auch nicht gerade besser. So, was machen wir? Gehen wir mit dieser Karte und direkt beenden. Okay. Dann werde ich mal wieder meine Schlange holen. Meine Schlange? Oh Gott, ja, mach ruhig. Leg eine Giftzielmarke irgendwo hin. Danke. So. Schön wieder auf den Friedhof was schmeißen. Ich weiß, darauf basiert's ja, ne? Ja, ja. So, ich schmeiß mal eben was weg. Ich hol meinen Kollegen raus. So. Wenn ihr einer verbannten Totenkopfdiener oder Wichtmann bringt, das Gewicht des Seelen dann im Friedhof zurück, oder? Mach ich das. Ich brauch Power. So, will ich erstmal das? Ja, will ich. Ah, jetzt kommt das wieder. Oh, lecker! Oh, lecker, ey. Du Schwein, du. Ich muss sagen, bei sowas habe ich meistens Glück, auch was Spiegelkraft angeht. Okay, ich nehme alles zurück, ich nehme alles zurück. Ich nehm alles zurück. Ja, da hast, einfach, viel, da hast du echt viel Glück gehabt, ne? Einfach nein. Meistens habe ich Glück, dass ich eins von beiden Karten immer vernichte, aber dass du gleich beide draußen hast. Na gut.
Also weißt, mein Friedhof ist jetzt gut genährt, ne? Ist dir bewusst? Ja. Willst du mir wieder eine Zielmarke hinlegen? Pff, mach doch. Kannst du sowieso vernichten, sozusagen, also daher. Ja, ohne dein Giftsumpf ist ja egal, ob ich Giftzielmarken hab oder nicht. Ja. Ja, ne, toll, ne? Das, ich hab dir gesagt, mein Friedhof ist gut genährt. Autsch. Ja, gegen sowas habe ich jetzt keine Chance, wenn ich nicht meine passenden Karten hier kriege, das ist... Und nochmal, zur Erinnerung, es ist ein Oldschool-Deck, also es ist keine irgendwie Hate-Kommentare wie, spielt's unfair oder so. Unfair ist es nicht, unfair ist es nicht, nur es ist extrem krass. Ja, weiß ich, hätte auch nicht gedacht, dass man mit einem, ich sag mal so Level 1 Monster so hohe Angriffswerte kriegen kann, weißt du? Genau, das ist das gleiche wie mit dem Goblin-König, ne, ist ja auch das gleiche. Ja, das stimmt. Das ist interessant eigentlich auch, ne? Dass man mit wenig wirklich so krass abgehen kann. Ja. So. Ah, 6000, Alter. Ich finde die Kombination von den beiden eigentlich recht gut in diesem Deck, also, ja. Nee, das war's wieder. Ich krieg meine Karten nicht einfach. Ich bekomme nicht das, was ich haben möchte. Ne, das Wort. Das kenne ich aber auch, weil ich spiele ja auch eine ähnliche Version von den Giftsumpf-Deck, aber ich kenne das. Ich glaube, da muss ich irgendwie was anderes ändern. Na egal, ist zu spät. Ich könnte jetzt eine XI-Sache machen, aber ich tue es nicht. Ne? Abgesprochen ist abgesprochen. Ja. Ja, also so oder so, ich hätte auch so verloren jetzt. Ich habe nichts auf der Hand richtiges. Und deine Attacke ist viel zu hoch, um irgendwas zu machen. Ich hätte ja vorhin was machen können, aber da hätte ich nur 1000 Angriffsstärke für das Monster gekriegt. Hätte auch nichts gebracht. Autsch. Ja, das ging überraschend schnell. Und wieder habe ich 6800 über. Hatte ich das nicht eben auch? Ich glaube schon. Okay. Na gut. Ja. Hätte nicht sein sollen, aber dafür gibt es andere Spiele, wo ich gut bin. Also. Das stimmt. Schaut auf jeden Fall mal seinen Kanal an, es lohnt sich. Bis dann. Du hast nur die letzten Worte, wenn du magst. Ja, viermal verloren. Andere haben viermal gewonnen. Guter Schnitt, würde ich sagen, ne? Man muss nicht immer der Erste sein. Nee, der Letzte ist auch immer der Erste. Und genau. Zwar und zwar in der letzten Reihe, ne? Unter anderem, ja. Ja. Okay, dann, ja, das war's eigentlich. Ich wünsche dir noch viel Glück und hoffe, du kommst weit voran. Ich glaube eher nicht, da gibt's so mindestens zwei Leute, die. Ja, mal schauen. Alles klar, bis dann. Ciao.